Ja, liebe Studierende, darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem neuen Thema der Z-Transformation. Ja, warum ist diese Z-Transformation so bedeutend in letzter Zeit? Sie hat so ähnliche Eigenschaften wie die Laplace-Transformation zum Lösen von Differentialgleichungen. Kann die Z-Transformation zur Lösung von Differenzengleichungen herangezogen werden? Und diese Z-Transformation spielt vor allem im Gebiet des heutigen Signalprocessings eine große Rolle, wo es also darum geht, quasi digitale Regelungen zu entwerfen oder digitale Filter zu entwerfen. Also hauptsächlich im technischen Bereich wird diese Z-Transformation angewandt. Ja, jetzt, was haben wir vorliegen? Üblicherweise tasten wir ein System ab. Also ein System wird abgetastet. Und die Abtastzeit nennen wir üblicherweise T. Und wir haben dann quasi, wenn wir da die Zeit T auftragen und da diese Abtastzeit und da n mal T, dann haben wir eben ein Signal, von dem eben in regelmäßigen Zeitabständen Werte abgetastet werden. So. Das wäre jetzt ganz allgemein das x im Zeitpunkt n mal t und das kürzt man oft dann einfach ab mit klein xn. Das wäre das x im Zeitpunkt t gleich 0 oder x0 und die anderen Werte wären eben mit x1, x2, x3, x4 und so weiter abgekürzt. Wir haben also mathematisch gesehen, haben wir einfach eine Zahlenfolge. X0, X1, X2, Xn und so weiter. Und vom technischen Standpunkt aus sind es eben sogenannte Abtastwerte. Ja, und wir werden sehen, so wie die Laplace-Transformation eine Differentialgleichung, nicht kurzer Rückblick. Also wir haben bei Differentialgleichungen im Zeitbereich haben wir kennengelernt, dass also die Differentialgleichung entweder durch direkte Lösung mit den Methoden, die wir schon kennengelernt haben, also direkte Lösung im Zeitbereich, also da haben wir die Differentialgleichung und da kriegen wir dann das y von t zum Beispiel raus. Oder man macht eben den Umweg über die Laplace-Transformation, also man transformiert die Differentialgleichung und bekommt dann eine algebraische Gleichung in der Laplace-transformierten y von s.
Und diese algebraische Gleichung ist, gerade wenn die Differentialgleichung linear ist, ebenfalls eine lineare algebraische Gleichung. Und die kann man durch Umformen lösen. Wenn es ein Differentialgleichungssystem ist, hat man halt ein Gleichungssystem in diesen Laplace-Transformierten und bekommt dann das y von s als Ausdruck und mit der inversen Laplace-Transformation bekommt man dann die Lösung von y. Jetzt demgegenüber werden wir sehen, bei Differenzengleichungen kann man ähnlich vorgehen. Ich schreibe jetzt wieder DGL, bitte nicht verwechseln. Links ist Differentialgleichung, rechts ist Differenzengleichung. Und da wendet man jetzt diese Z-Transformation an und bekommt dann eine algebraische Gleichung in x von z. Da haben wir die Abtastwerte xn, die über eine Differenzengleichung verknüpft sind. Auch hier ist die Möglichkeit, direkte Lösung mit den Methoden, die wir jetzt zum Beispiel bei linearen Differenzengleichungen kennengelernt haben. Dann bekommen wir das xn heraus. Oder wir machen eben den Weg über diese Z-Transformation, umformen wieder auf x von z und über die inverse Z-Transformation, also inverse Z-Transformation, erhalten wir wieder die Lösung der Differenzengleichung. Ja? Also das ist jetzt einmal als Ausblick gedacht. Also das, was die Laplace-Transformation im Bereich der Differentialgleichungen als Hilfsmittel dient, ist die Z-Transformation zur Lösung von Differenzengleichungen da. Und gerade diese Differenzengleichungen tauchen eben bei digitalen Filtern oder digitalen Regelkreisen eben auf in der Anwendung. So, jetzt darf ich mit der Definition dieser Z-Transformation beginnen. Also was wäre jetzt die Definition? Der Z-Transformation. Wir betrachten eben ganz prinzipiell eine kausale Folge. Also x0, x1, x2 und so weiter, wird oft abgekürzt einfach als xn bezeichnet. Und was ist jetzt die Z-Transformierte? Groß X von Z oder Z-Transformierte von xn, andere Schreibweise. Und das wird festgelegt als die Summe, n geht von 0 bis unendlich, von xn mal 1 durch z hoch n.
Und das ist im Grunde genommen eine unendliche Reihe. Und wird in der Mathematik als Laurent-Reihe, geschrieben Laurent, Laurent-Reihe, bezeichnet. Und zwar um den Entwicklungspunkt Z gleich 0. Ja, jetzt prinzipiell muss man sich hier nicht auf Werte von 0 bis unendlich begnügen. Man könnte auch genauso, also prinzipiell, wären auch Folgen möglich. Schreibe das jetzt einmal so auf, x minus 2, x minus 1, x0, x1, x2. Die aber jetzt technisch eben nicht so interessant sind, weil in der Technik oder in der Anwendung hat man immer einen Anfangszeitpunkt und da kann man jetzt quasi Werte von x minus unendlich bis x plus unendlich verwenden und dann würde man das x von z analog definieren mit dem einzigen Unterschied, dass die Summation eben von minus unendlich bis plus unendlich geht. So könnte man das festlegen. Wenn wir jetzt aber eben auf Zeitfunktionen f von d gleich 0 für d kleiner 0 beschränken, dann können wir quasi mit den Abtastwerten xn ist f von n mal t, dann haben wir quasi nur Werte x0, x1, xn und so weiter. Dann haben wir also den ersten Fall, dass wir die Z-Transformation so festlegen. Ja, jetzt ist es so, von der Mathematik her wissen wir, dass diese Laurent-Reihe eben konvergiert, wenn das Z einen Betrag hat, der über einen bestimmten Wert drüber geht. Ja, also konvergiert für Betrag Z größer einen bestimmten R, den wir Konvergenzradius nennen. Wenn je größer Z ist, betragsmäßig, desto kleiner wird der Ausdruck 1 durch Z durch N und desto eher konvergiert dieses Ding, kann man dann mit einer Majorante mit Hilfe einer geometrischen Reihe dann auch beweisen. Jetzt der Konvergenzradius, den haben wir jetzt einmal da nicht ausgerechnet. Wir wollen jetzt da die sogenannte Umkehrung dieser Z-Transformation auch kennenlernen. Das wäre dann eben die inverse Z-Transformation, die wir mit einem Ergebnis aus der Funktionentheorie verwenden können. Und da gibt es eben den sogenannten Cauchyschen Integralsatz.
Und wie können wir den jetzt hier anwenden? Wir können sagen, dass xn im Zeitbereich quasi erhalten wir durch 1 durch 2 pi i Kreisintegral von x von z mal z hoch n minus 1 dz. Und dieses Kreisintegral ist geschlossen quasi, deshalb heißt es so. Und der Betrag von z muss eben größer diesen Konvergenzradius r sein bei diesem Weg. Ja, wie können wir diese Umkehrformel beweisen, die zwar für den praktischen Einsatz nicht so von Bedeutung ist, genauso wie man ja die inverse Laplace-Transformation auch nicht in den meisten Fällen über ein komplexes Kurvenintegral bestimmt. Trotzdem wollen wir hier diesen Beweis führen. Zunächst wollen wir mal das xz mal z hoch n minus 1 nochmals anschreiben. Nach der Definition der z-Transformierten ist ja das x von z so festgelegt. Und das wird jetzt mit einem z hoch n minus 1 multipliziert. Wenn man das jetzt ausschreibt, dann ist der erste Term hier x0 mal z hoch n minus 1 plus x1 mal z hoch n minus 2. Und interessant wird es dann eben beim Term 1 durch z. Das ist eben das sogenannte Residuum, der Vorfaktor beim Term 1 durch z. Und dann würde es weitergehen mit xn plus 1 mal 1 durch z Quadrat und so fort. Und wenn wir jetzt dieses Integral da ausrechnen, braucht man zunächst quasi das Kreisintegral z hoch k dz, nenne ich das. Und jetzt als Integrationsweg, wenn man also da die Polstelle bei 0, dann der Konvergenzradius sei groß R. So. Und wir wählen einen Integrationsweg, der außerhalb liegt. Und da wählen wir auch einen Kreis klein r, und das z hat die Parametrisierung klein r mal e hoch i phi, wobei phi eben dieser Winkel sei. Ja, dann wäre das dz nach d phi, weil das r ist ja konstant längs dieses Weges, das wäre dann r e hoch abgeleitet bleibt e hoch, und die innere Ableitung wäre i mal d phi. Dann wollen wir dieses Integral da mal ausrechnen mit dieser Substitution. Dann hätten wir jetzt hier Integral 1 durch r hoch k e hoch i k phi. Und dann das dz setzen wir auch ein, also das habe ich da schon umgeformt auf das dz. So, dann haben wir jetzt da r mal e hoch i phi, innere Ableitung i mal d phi, und die Integrationsgrenzen gehen eben von 0 bis
2π. Wir vollführen hier quasi einen ganzen Umlauf bei diesem Kreisintegral. So, jetzt können wir die Konstanten nochmal rausschreiben. Das wäre jetzt 1 durch r hoch k minus 1. Und im Integral haben wir, das i können wir auch rausziehen, dann haben wir e hoch i phi, Klammer 1 minus k, d phi, und phi geht von 0 bis 2π. So, jetzt sehen wir, wir müssen hier eine Fallunterscheidung machen. Einmal k gleich 1 und einmal k ungleich 1. Jetzt wollen wir zunächst den Fall k ungleich 1 betrachten. Dann haben wir hier 1 durch r hoch k minus 1 mal i und e hoch i phi 1 minus k durch die innere Ableitung i mal 1 minus k und das Ganze in den Grenzen von 0 bis 2π. Jetzt sehen wir aber, wenn wir die Obergrenze einsetzen, dann haben wir e hoch i phi, also phi ersetzt durch 2π mal 1 minus k. Das ist ein ganzzahliges Vielfaches quasi von 2π und das wäre dann eben 1. Und genauso e hoch 0 ist ebenfalls 1. Das heißt, diese Obergrenze und Untergrenze hebt sich auf, also dieses Integral verschwindet für k ungleich 1. Ja, und was ist für k gleich 1? Und ich möchte dazu sagen, der Fall k gleich 1 entspricht gerade diesem Term hier, nicht? Weil da haben wir im Nenner die Hochzahl 1. Ja, was ändert sich dann beim Integral? Dann haben wir eben 1 durch r hoch 0 mal i, Integral, phi geht von 0 bis 2π, jetzt ist k aber 1, das heißt, wir haben e hoch 0 oder 1 zu integrieren. Und das Integral über d phi gibt phi, von 0 bis 2π gibt also i mal 2π durch 1 oder 2πi. Also wir haben jetzt für dieses Integral das wichtige Ergebnis erhalten, also 1 durch z hoch k dz ist also entweder 0 für k ungleich 1 oder 2πi für k gleich 1. Da gibt es eben dann den sogenannten Residuensatz auch, nicht? Dass man eben das Integral um eine Polstelle herum ist dann 2πi mal dem Residuum. Das kommt also hier mit dem da zustande. Wir wollen hier aber jetzt keine Funktionentheorie betreiben, sondern wir wollen uns überlegen, warum diese Umkehrformel Gültigkeit hat. Also wir sind dabei, diese Formel da zu beweisen, einfach der Vollständigkeit halber. Und zwar wollen wir jetzt dieses Kreisintegral da rechnen. Also Kreisintegral x von z, z hoch n minus 1 dz. Und jetzt können wir quasi da unsere Auflistung einsetzen. Das war x0, z hoch n minus 1 plus x1 mal z hoch n minus 2. Und dann haben wir den Term xn gehabt mit 1 durch z. Dann xn plus 1, 1 durch z hoch 2 und so fort.
Und jetzt verschwinden eben alle Integrale mit Ausnahme von diesem Integral. Also wir können jetzt weiter sagen, es ist xn, Kreisintegral 1 durch z dz. Und das ist eben xn mal 2pi i. Und damit haben wir diese Umkehrformel der Zeittransformation bewiesen, die wir aber jetzt im praktischen Gebrauch selten benötigen. Aber das war jetzt sozusagen noch die Ergänzung. Jetzt wollen wir uns mit wichtigen Testfunktionen, wie sie in der Praxis vorkommen, einmal beschäftigen. Also Z-transformierte wichtiger Testfunktionen. Und da darf ich beginnen, also Beispiel, der sogenannte Einheitssprung. Wir kennen den von der Laplace-Transformation, nur dass wir hier jetzt abgetastete Werte haben. Also wir haben jetzt Zeitpunkt 0, x0 ist 1, x1 ist 1, also t, 2t, aber also konstant den Wert 1. Also wenn man die einhüllende zeichnen würde, dann wäre das eben der Einheitssprung. Und was hat dieser Einheitssprung für eine Z-transformierte? Also xn ist 1 für alle n größer gleich 0. Dann wäre das x von z, das wir so festgelegt haben, n geht von 0 bis unendlich, xn mal 1 durch z durch n. Xn ist jetzt aber 1. Da bleibt quasi nur 1 durch z durch n. Und wir kennen aber die geometrische Reihe. Also 1 plus q plus q Quadrat q hoch n bis unendlich. Das ist 1 durch 1 minus q für Betrag q kleiner als 1 ist die Konvergenzbedingung. Und wir sehen jetzt, diese Reihe, wenn man sie ausschreibt, ist das ja gerade 1 plus 1 durch z plus 1 durch z Quadrat, 1 durch z durch n und so weiter. Also es ist gerade eine geometrische Reihe mit q gleich 1 durch z. Also können wir diese Summenformel für die geometrische Reihe verwenden, indem wir sagen, es ist 1 durch 1 minus 1 durch z. Oder umgeformt mit z erweitert haben wir z durch, hoppala, durch z minus 1. Was müssen wir für den Betrag von z hier voraussetzen? Nicht, wenn der Betrag von q kleiner 1 sein soll für die Konvergenz, dann muss der Betrag von z größer 1 sein, weil das q entspricht da eben gerade dem 1 durch z. Das wäre also jetzt einmal der Einheitssprung. Jetzt gibt es in Analogie zu den Zeitfunktionen, wo es den Delta-Impuls gegeben hat, gibt es hier,
hier einen Einheitsimpuls. Als nächstes Beispiel, also Einheitsimpuls. Ja, der geht jetzt nicht bis unendlich und hat als Fläche 1, was ja eigentlich keine reguläre Funktion ist, der Delta-Impuls, sondern eine Distribution. Beim Einheitsimpuls ist es jetzt so, der hat einfach den Wert 1. Also Zeitpunkt 0, x0 ist 1 und alle anderen sind praktisch 0. Das wäre der Einheitsimpuls. Wir bezeichnen diese Folge auch mit Delta von n. Also Delta von n wäre quasi 1 für n gleich 0 und 0 sonst. Was wäre jetzt die z-transformierte, also z-transformierte von Delta von n? Summe Delta von n, 1 durch z hoch n. N geht von 0 bis unendlich. Und jetzt setzen wir die Eigenschaft ein, dass Delta von n nur 1 ist für n gleich 0. Dann bleibt also gerade 1 über. Man schreibt es jetzt auch wie bei den Laplace-Transformationen als Korrespondenzen an. Gell? Also wir können zum Beispiel da oben für den Einheitssprung können wir als Abkürzung Phi von n zum Beispiel schreiben. Also das wäre Phi von n, Einheitsimpuls, Einheitssprung, Entschuldigung. Und die Korrespondenz würde lauten, Phi von n korrespondiert mit z durch z minus 1. Allerdings mit dem Zusatz, Betrag von z muss größer 1 sein. Und analog können wir hier herunter die Korrespondenz notieren. Der Einheitsimpuls korrespondiert mit der z-transformierten 1. Wir sehen die Analogie zur Laplace-Transformation. Die Delta-Funktion oder Distribution hat ebenfalls als Laplace-transformierte 1 gehabt. Ja. So, dann wollen wir als nächstes vielleicht noch exponentiell abklingende Funktion uns anschauen. Also exponentiell abklingende Funktion. Also wir betrachten als xn f Zeitpunkt t gleich n mal Obdachdauer e hoch minus at als Funktion, wie wir es bei der Laplace-Transformation auch schon als Testfunktion kennengelernt haben. Das wäre e hoch minus a n mal die Obdachdauer. Was hat jetzt diese Zeitfunktion für eine Zeittransformierte? Schauen wir es uns zuerst an, wie die ausschaut. Also wir starten bei e hoch 0. Also x0 ist 1. Dann haben wir bei 1 x1 ist e hoch minus at. Dann geht es da quasi so exponentiell nach unten. Ich darf das jetzt nochmal grafisch veranschaulichen. Gehen wir also so exponentiell nach unten. Und das wären unsere Obdachwerte dazu.
man sieht also schon, das ist auch wieder im Prinzip die Form einer geometrischen Reihe, wo also das Folgeelement jeweils mit e hoch minus at multipliziert wird. Also x0, x1, x2, x3. Ist also selber wieder eine geometrische Reihe. Mit q gleich e hoch minus at. So, jetzt wollen wir uns anschauen, was bewirkt es bei der Z-Transformierten. Also was hätten wir da jetzt quasi für die Z-Transformierte? Das wäre also jetzt Summe, n geht von 0 bis unendlich, xn mal 1 durch z hoch n. Dann hätten wir da jetzt Summe e hoch minus a mal n mal t mal 1 durch z hoch n, n gleich 0 bis unendlich. Ja, und das könnten wir jetzt auch wieder zusammenfassen. Wir könnten schreiben, Summe n gleich 0 bis unendlich e hoch minus at durch z und das Ganze hoch n. Nicht? Potenzen werden potenziert, indem man die Hochzahlen multipliziert. Man sieht also, das wäre jetzt das Q der geometrischen Reihe in dieser Z-Transformierten. Dann hätten wir quasi 1 durch 1 minus Q oder eben eingesetzt 1 durch 1 minus e hoch minus at durch Z. Und wenn man das wieder mit z erweitert, hätte man z durch z minus e hoch minus at. Was muss man voraussetzen? Man muss voraussetzen, dass quasi Betrag von q oder Betrag von e hoch minus at durch z, das muss kleiner 1 sein. Oder anders ausgedrückt, der Betrag von z muss größer sein als e hoch minus at. Kann man den Betrag dann an der Seite weglassen. Wir haben also jetzt als nächste Korrespondenz xn e hoch minus a mal n mal t korrespondiert quasi mit der z-transformierten x von z, z durch z minus e hoch minus at. So, jetzt weitere Korrespondenzen können Sie sich dann auch in den Übungen einmal versuchen. Ich darf jetzt da noch ein paar notieren. Also weitere wichtige Korrespondenzen. Jetzt fast das gleiche, wie wir da jetzt gehabt haben, wäre mit q hoch n. Das korrespondiert mit x von z oder z-Transformierte von q hoch n ist z durch z minus q. Wir haben zuerst gesagt, das e hoch minus at da oben ist ja quasi auch eine geometrische Reihe mit q ist e hoch minus at und es ist jetzt eigentlich die gleiche Formel wie da oben. Nur steht eben anstatt e hoch minus at dieses q.
Was ist die Bedingung, dass das gültig ist? Der Betrag von Z muss größer sein als Q. Schreiben wir Betrag von Q, weil Q könnte ja auch negativ sein. Dann, was ist mit xn gleich n? Dann schreiben wir mal die Z-Transformierte auf. Wenn wir dann mit Hilfe eines der Sätze dann beweisen, das wäre jetzt Z durch Z minus 1 zum Quadrat. Und auch hier Voraussetzung, Betrag Z muss größer 1 sein. Was ist das für ein Signal? Das wäre quasi die Rampenfunktion, die wir kennen von der Laplace-Transformation. Also linear ansteigendes Signal x1 ist 1, x2 ist 2 und so weiter. Also Rampenfunktion. Linear ansteigend. So, dann wollen wir noch einen Term e hoch i n Omega t betrachten, also xn e hoch i n Omega t. Wenn wir hier jetzt mit der Korrespondenz da oben vergleichen, da haben wir a ist, also minus a n t, und da haben wir i n Omega t. Das heißt, dieses minus a entspricht quasi i Omega. Das ist die Entsprechung. Das heißt, wir können diese Korrespondenz von oben sofort übersetzen. Und haben dann z dividiert durch z minus e hoch plus i Omega mal t. Ja, und was ist die Bedingung? Betrag von z muss größer sein als der Betrag von e hoch i Omega t. Falls jetzt Omega reell ist, also einer Kreisfrequenz entspricht, t ist die Obdachdauer, dann ist quasi e hoch i einer reellen Zahl. Und das wäre im betragsmäßig dann 1. Also falls Omega reell ist und t reell, was üblicherweise der Fall ist, kann man das dann sagen. So, jetzt vielleicht noch zu periodischen Signalen, die natürlich in der technischen Anwendung auch eine zentrale Rolle spielen. Und dann wollen wir diese Testfunktionen abschließen. Also wir haben jetzt noch Sinus und Cosinus. Wie können wir jetzt die Korrespondenzen für Sinus und Cosinus beweisen? Notieren wir die zunächst einmal. Also Cosinus n Omega t, das korrespondiert mit z von Cosinus n Omega t gleich z
z minus Cosinus Omega t durch z Quadrat minus 2z Cosinus Omega t plus 1 und der Sinus dazu korrespondiert mit der Z-Transformation von Sinus n Omega t gleich z mal Sinus Omega t durch den gleichen Nenner. Und auch hier gilt Betrag z größer 1. Wie können wir jetzt diese beiden Korrespondenzen mit Hilfe von der Korrespondenz vorhin beweisen? Ja, wir müssen im Prinzip die Eulersche Formel verwenden. Also wenn man jetzt xn e hoch in Omega t betrachten, dann ist das ja nach der Eulerschen Formel. Gerade Cosinus n Omega t plus i mal Sinus n Omega t. Wir sehen also, der Cosinus ist der Realteil und der Sinus ist der Imaginärteil. Jetzt wollen wir die Z-Transformierte von e hoch i n Omega t in Realteil und Imaginärteil zerlegen. Nicht? Also Z-Transformierte von e hoch i n Omega t haben wir uns schon überlegt, das ist z durch z minus e hoch i Omega t. Jetzt verwenden wir im Nenner die Euler-Formel. Und damit wir jetzt da Realteil und Imaginärteil trennen können, müssen wir mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners multiplizieren. Also was wäre jetzt konjugiert komplex? Das wäre z minus Cosinus Omega t plus i mal Sinus Omega t und oben das Gleiche. So, jetzt wenn man mit der konjugiert komplexen Zahl erweitert, wir kennen die Gesetzmäßigkeit z mal z Stern ist Betrag von z Quadrat in der komplexen Ebene und den Ausdruck haben wir gerade im Nenner, also können wir da jetzt sagen, es ist weiter gleich. Realteil zum Quadrat wäre z minus Cosinus Omega t in Klammer zum Quadrat plus Imaginärteil in Klammer zum Quadrat. Und oben trennen wir auch schon in Realteil und Imaginärteil. Dann haben wir z mal z minus Cosinus Omega t. Das wäre mal der Realteil plus i mal z mal Sinus Omega t. Dann quadrieren wir den Nenner noch aus, weil dann können wir Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat gleich 1 verwenden und zerlegen das in
imaginär und Realteil. Also, was haben wir dann? Machen wir noch eine Zwischenrechnung. Also wir verwenden die binomische Formel unten. Dann haben wir z Quadrat minus 2z Cosinus Omega t. Und dann bleibt übrig Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat. Und das gibt aber gerade wieder 1. Und jetzt zerlegen wir das in Realteil und Imaginärteil, und ich schreibe das bereits in der entsprechenden Farbe, wie wir es oben gekennzeichnet haben. Wir haben also z minus Cosinus Omega t durch diesen Nenner. Und dann kommt plus i mal der Imaginärteil, z mal Sinus Omega t durch den gleichen Nenner. Und damit haben wir jetzt die Korrespondenzen gefunden, weil das da ist jetzt quasi die z-transformierte von Cosinus n Omega t, und das ist die z-transformierte von Sinus n Omega t. Schauen wir nochmal rauf. Das sind genau diese Beziehungen, die wir hier notiert haben. Also eingeschaltener Cosinus, eingeschaltener Sinus, machen wir da vielleicht auch noch eine Skizze. Das wäre also Cosinus n Omega t, wobei das jetzt da 0 ist und e 2t und so weiter. Und der Sinus dann eben entsprechend um 90 Grad Phasen verschoben. Also ich darf nochmal kurz wiederholen. Wir haben die Z-transformierte von wichtigen Dashed-Funktionen kennengelernt. Einheitssprung wäre also quasi im Zeitpunkt 0 wird ein Signal mit Amplitude 1 eingeschaltet, und da wäre die Z-transformierte Z durch Z minus 1, Betrag von Z muss größer 1 sein. Dann der Einheitsimpuls, also ein einziger Impuls der Höhe 1 im Zeitpunkt 0. Z-transformierte wäre 1. Exponentiell abklingende Funktion, also e hoch minus at, und die Zeitpunkte sind n mal die Abtastzeit. Da haben wir als Korrespondenz gefunden z durch z minus e hoch minus at, und gerade diese Korrespondenz haben wir dann für alle anderen eigentlich verwendet, also nur nicht für die Rampenfunktion, das wollen wir dann mit Hilfe eines Satzes über die Z-Transformation nachholen. Also diese Korrespondenz haben wir noch nicht gezeigt, aber alle anderen haben wir quasi hier mit dieser exponentiell abklingenden Funktion nachgewiesen. Ja, also das nächste Mal werden wir uns mit den Sätzen über die Z-Transformation beschäftigen, und ich danke einstweilen für die Aufmerksamkeit.